wenn ich sehe, wie manche Mannschaften gegen Bayern München spielen, wo du sagst, Bayern München, hast du erstmal keine Chance. 80% der Mannschaften, die gegen Bayern München spielen, verhalten sich auch so. Die glauben nicht daran, dass sie eine Chance haben. Bayern München ist fußballtechnisch aus meiner Sicht eine Klasse besser als Atletico Madrid. Aber bei Atletico Madrid beißen sie auf Granit, weil sie auf 10, 11 Verrückte stoßen, die bereit sind, ihr Leben auf dem Platz zu lassen. Wir warten einen, ne? Ziehen das durch, ne? Wer zu spät kommt, ne? Der bestrafte Trainer. Genau. Wollen wir alle aufstehen gleich und sagen, wir sind fertig. Wenn er reinkommt. Ja, wenn er reinkommt. Wenn er reinkommt. Alle aufstehen und der Feierabend. Nee, du kannst sagen, wenn er reinkommt, wenn keine Fragen mehr sind. Ja, dann war's. Dann war's das, ne? Zwei, ne? Ja. Gut, ich will in die Geschichte eingehen als kürzester PK von der Pauli, wenn keine Fragen mehr sind. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns am Freitag. Alles klar, Leute, dann. Dankeschön. Letzte Woche haben wir uns alle wahnsinnig gelangweilt und bin ja auch schon mal weggenickt. Ich hätte gar keinen Bock da zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Und dann noch mit dem Modus, wir können ja demnächst auch sagen, es schaltet gar keiner mehr aus. Vielleicht können wir demnächst sagen, vielleicht spielen wir demnächst mit Sechsergruppen und die ersten fünf kommen weiter. Dann bohren sich die ersten vier Wochen nur in der Nase und stehen hinten rum und hoffen, dass sie irgendwie ein Unentschieden erreichen. Auf einem sehr guten Weg. Kann einer sein Handy mal ausmachen, ne? Oh, bist du das? Das bin ich. Das ungefähr seit 10 Minuten klingelt. Seit 10 Minuten klingelt das Ding jetzt. Du kannst auch mal leise sein. Das hast du nicht enttarnt. Ich wollte es auch mal schieben. mein Stuhl vibriert die ganze Zeit hier. Das ist sowieso im Eimer das Telefon, wie das aussieht. Was wir erwarten können von der Mannschaft und was wir erwarten müssen, wir als sportlich Verantwortliche, alle, die hier im Club arbeiten und die Fans erst recht, ist, dass jeder, der auf dem Platz läuft, egal ob jung, ob alt, ob vielleicht noch irgendwelche Fitnessprobleme oder ob so und so viele Spieler fehlen, das ist völlig uninteressant. Was wir alle erwarten können, ist, dass man alles in ein Spiel hineinlegt, kämpft, bis der Arzt kommt und damit signalisiert, dass man ums Überleben kämpfen will. Und das ist nicht der Fall gewesen. Sie wollen mich jetzt unterbrechen? Nein, ich wollte mich nicht angehen. Wenn Sie jetzt ein Spieler gewesen wären, in dieser Situation, das hätten Sie nicht überlebt.